Hallo Freunde, hier ist der Martin von Survival Kompass. Heute möchte ich mit euch nochmal kurz durchgehen, wie ihr hier eine solche Henkelkerbe herstellt und wie ihr die baut und wie ihr die in ungefähr 1-2 Minuten erfolgreich geschnitzt habt. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Schauen wir uns mal an, wie wir eine Henkelkerbe herstellen. Es gibt ja hier mehrere Möglichkeiten und eine sehr prominente Möglichkeit ist die X-Methode. Und zwar fangt ihr damit so an, dass ihr euch euren Stock hier sucht und ihr ritzt dann hier oben ein X ein. Macht das erstmal sehr gerade hier und dann auf der anderen Seite auch ein X. Ich nehme mal den Stock so raus, damit ich hier besser arbeiten kann. So, das ist schön tief. Dann hier auch nochmal das X ein bisschen nachschneiden. Und dann fangt ihr an, hier dieses Holz zu entfernen und dann dieses Holz zu entfernen. Das machen wir auch gleich. So, und jetzt ist es wichtig, dass ihr Folgendes beachtet. Das ist nämlich der allerwichtigste Punkt, damit ihr eine gute Kerbe hier unten hinbekommt. Ihr habt jetzt am Anfang so gerade reingeschnitten. Jetzt, im weiteren Verlauf der Kerbenherstellung, schneidet ihr schräg hier rein. Also nicht mehr gerade, sondern schräg. Das mache ich jetzt auch hier gleich. Und dann entferne ich noch ein bisschen Holz nebenbei. So Schritt für Schritt arbeitet ihr euch dann hier voran. Ein bisschen schräg wieder. Jetzt gucken wir uns die andere Seite noch an. Moment, wie mache ich das hier am besten so? Ja, da fangt ihr hier auch ganz normal an und entfernt hier das Holz. Und schneidet dann hier, wie gerade schon gesagt, ein wenig schräg rein. Und jetzt seht ihr schon, durch dieses X und durch das Entfernen dieses Holzes hier entsteht schon unsere erwartete Kerbe hier, wo wir dann den Henkel ja reinhängen können. Oder wir können auch diesen Stock hier aufhängen mit dieser Kerbe. Ja, also wieder hier jetzt schräg rein und durch diese Schräge entsteht hier unten unsere Kerbe, die wir brauchen. Und ihr seht schon, wenn ich das mal von der Seite zeige, haben wir hier jetzt schon unser erwartetes Ergebnis. Wir haben hier durch die Schräge eine kleine Unterhöhlung. Und können jetzt hier diese Spitze dafür nutzen, entweder das einzuhängen irgendwo, diese Kerbe, unseren Stock, oder eben um hier einen, ja, ich zeige es euch mal so, eben hier einen, ja, so einen Henkel hier dann, hier so reinzuhängen. Und das ist so die Henkelkerbe, wie man sie idealerweise herstellt mit dieser vorherigen X-Form. Ich würde jetzt hier noch die ein bisschen ausbauen, noch ein bisschen hier was wegnehmen. Für einen richtigen Kochtopf, wo so, naja, 1 Liter Wasser drin ist oder mehr, würde ich euch einen viel dickeren Stab empfehlen, der auf jeden Fall so dick ist wie mein Daumen. Der ist ein bisschen dünn hier und ihr müsst ja immer dran denken, der Stock hier oder der Ast, der verliert ja an Stabilität, umso mehr ihr diese Kerbe hier ausbaut und umso mehr ihr in den Stock hier einschnitzt. Ja, das war die Möglichkeit, eine Henkelkerbe herzustellen mit der X-Methode.
Schau dir gerne auch noch mein anderes Video an, wo ich die Blockhauskerbe zeige oder die halbrunde Kerbe. Da gibt es noch einige interessante Sachen, die, denke ich, jeder Bushcrafter und jeder Survivalist braucht. In diesem Sinne, das war der Martin von Survival Compass. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Schreib mir was in die Kommentare, was du davon hältst, welche Kerben du noch wichtig findest. In diesem Sinne, ciao, mach's gut.